Hallo Leute, willkommen zur neuen Aufnahme, Slash-Ausgabe vom Witcher 3 Let's Game. So, jetzt gehen wir endlich mal in die Höhle mit dem guten alten Lambert. Geralt? Ja! Und du, Lambert? Alles klar, so, ab in die Höhle. Was war da nochmal? Wir müssen das auf jeden Fall erledigen. Oh ja, jetzt muss ich nach vorne. Und du bleibst hinten, du Wichser. Der dumme Penner. Lässt uns hier sterben, wie diese Sivan-Pilze sind immer in diesen Höhlen. Yo, jetzt sieht man direkt nichts. Geh durch die Höhle. Alles klar. Wenn man doch was sehen würde, Digga. Ach, shit. Aha, da ist was. Da sind Skelette. Schweinehaut, Seide. Mit Düsenstaub. Nice. Das ist immer ganz teuer. So, was haben wir denn hier? Untersuchen. Knochen pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Wer ist nochmal diese Speerspitze? So, es zeigt mir an, zurück. Es zeigt raus aus der Höhle. Wir müssen aber nicht raus aus der Höhle. Oder wo zeigt es eigentlich an? Hä? Guck mal auf die Map. Hä, wo zeigt das an? Hä? 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 Okay, das Spiel ist scheiße. Wir gehen einfach in die Höhle. Werden sie untersuchen. Man, so, man sieht alles. Boom, man sieht direkt gar nicht. Danke sehr, Spiel. Fick dich einfach nur. Danke sehr. So, was haben wir denn hier? Mann, man sieht gar nichts. Ich hasse das am Witcher. Man sieht nicht mal seine eigene Hand vor sich. Hallo? Hallo? Aufnehmen! Digga. Das war auch Grundstein, okay. So, hier gibt es anscheinend gar nichts mehr. So, wir gehen hier hoch. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettmann. 1, 2, 3. Alles klar. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Oh, wenn ich wieder zurückspringe, was passiert dann? Machen wir auf jeden Fall nicht, habe ich jetzt keine Lust drauf. Wo. Okay, hier hoch. Right. Nice. Hallo. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Habe ich jetzt nicht gedacht. Um Speerspitze aufzuwecken. Was? Hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Ich nicht. So, was gibt's denn hier alles? Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. So, wir sind hier nicht reingegangen. Was ist denn hier so Nices? Oh, ah, da ist eine Kiste. What the shit, man? Eyo, das ist ein Silberschwert, das minus 13 hat, weil es kaputt ist. Und das plus 11 Kälteschaden, Chance auf Einfrieren und das hier, ja, Art. Oh, das hat diese ganzen Zeichendensitäten und Bonuserfahrung bei Humanoiden. Und das Schwert hat mehr Schaden, etwas mehr Schaden. Ist auch eine Stufe höher. Aber halt Kälteschaden. Oh shit, Mann. Ich würde es ungern wegwerfen. Mann, wieso ist das Spiel so ein Hurensohn? Wir müssen das wegwerfen. Mann. Diese Meisterreparatursets, die wiegen so viel. Ja? So, Waffenreparaturset, Waffenreparaturset und das ist ein Rüstungsreparaturset. So müssen wir hier was reparieren. Die Waffe ist fast am Arsch, das heißt, wir reparieren sie mal hiermit. Zup. Yep. Zack. Repariert 100%. So, das hier ist noch vollkommen intakt. Boah, meiste Waffenreparatursets macht auch 90%. Wiegt aber auch genauso viel wie die ganzen Rüstungsreparatursets. Übelst viel. So, wir könnten theoretischerweise das hier reparieren. Diese xidarische Kavallerierüstung. Wäre das eine gute Idee? Ich weiß gar nicht. Was haben wir hier noch so Nices drin? Bücher? Nee.
Ah, wir haben vielleicht die ganzen Häute. Vielleicht wegen die wieder so viel. Oh, Eisbärenfell wiegt so viel. Rehhaut. Was ist das? Altes Schaffell. Werfen wir mal hier so die Hälfte weg. So haben wir ein bisschen Platz. Werfen wir einen davon weg. Oh, ablegen. Einen. Zack. Einen abgelegt. Bärenfell. Könnten wir auch eins ablegen. Boah, das wiegt alles so viel. So, jetzt wiegen wir jetzt nicht mehr so viel. Jetzt können wir auch weitergehen. Weitergehen. Ja, weitergehen. So, vielleicht gibt es hier noch was Nices. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein geiles Schwert gefunden. Wow, 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 wow. Man sieht wieder nichts. Aha, wieder ein Loch. Ups. Ich muss Art aktivieren. So, da ist wieder was. Ne, das sind die Steine, die hier herumgeflattert sind gerade. Okay, also wir müssen hier lang. Ich denke, das war so eine halbe Abkürzung. Aha, noch mehr Skelette. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Alles klar. Kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Knochen. Aha. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Oh, ich habe was gehört gerade. Oh, da war was Rotes, kann das sein? Nein. Mann, man sieht gar nicht. Das ist das Blöde hier. So. Wir müssen leise sein. Ich kann auf eine Begrüßung von Speerspitze verzichten. Was wollen wir denn hier? Wer ist Speerspitze, Digga? Was wollen wir überhaupt von dieser dummen Speerspitze? So, da drüber müssen wir. Oh, shit. Okay. Oh, puh, shit. Hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Wenn man noch etwas mehr sehen würde, wäre es sehr nice. So. Hoch. Doch, das kann ich jetzt tun. Wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. So, ich bin mir sicher, das Ding wacht gleich auf. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir müssen aber hier runter. Leise. Leise. So, hier hoch. Aha. So. Zutaten sammeln? Nö. Wir müssen hier weiter hoch. Was passiert, Digga? Mach keine blöden Geräusche. Sonst wacht Speerspitze auf. Keine Ahnung, wer das ist. Aber was Böses. Ja, wir haben es geschafft. Wow, ohne aufzuwecken. Wow. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Willst du mich beeindrucken? Ich wäre lieber vorsichtig. Ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Ja, er hat vollkommen recht. Man sollte eigentlich aufpassen. So, tadap, tadap, tadap. Nach oben geht's. Oh, verfickte Scheiße, das sind die ganzen Trolle. Ha, siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Ja. Wieso sind die hier überall? Eine Ziege, hallo Felstroll, kann ich mit ihm reden? Was ist los? Wieso haut er ab? Ah, der verfolgt die Ziegen. Hexer sollen nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten.
Wir wollen nur zum Kreis aus dem Weg, oder ihr bereut es. Nein, wir wollen nur zum Kreis. Du gehst mit diesem Dude. Na und? Nicht jeder hat halt das Glück gehabt, so intelligent zu sein wie die beiden da. So, wir wollen es nur zum Kreis. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Wechsel sind ein Sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Alter Digga, du bist so ein Hurensohn. Oh, was passiert? Was mit der Höhle passiert, Digga? So, die letzte Prüfung-Quest aktualisiert. Was jetzt? Gerät? Okay, nice. Und der Typ, was mit dem Typen? Hä? Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Stimmt, genug geredet. Nein, lass mich reden, okay? Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexessen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexessen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Okay, wir lassen unsere Schwerter hier und holen sie später. Ich vertraue mal den Trollen. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. So, da haben wir ohne sie zu bekämpfen das mit ihnen geregelt. Ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht hätten wir irgendwelche tollen Sachen von dem. Du hast deine Berufung verfehlt. Hm? Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektionen erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Oh ja. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. So, und das aus deinem Mund. Oh ja. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt. Wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. So, entzünden die Fackeln rund um den Altar. Wie ging das nochmal? Wasser... Dann Erde, dann Luft. Aha. Ah, was denn Erde, dann Luft? Aha. So, wo sind eigentlich die Fackeln? Ach, da sind die Fackeln. Hier aufnehmen. Wolfsbahn. Welche Blätter? Upp. Dann das hier. Alles brennt irgendwie aus dem Nichts. So, hallo, ich will es anzünden. Dann das da. Anzünden und jetzt das Phylakterium drauflegen. So, okay. Alles klar.
Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. So einfach. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ja, nützlich, aber gefährlich. Axi hat dein Leben gerettet? Wie? Würde ich gerne wissen. Ist es echt so gefährlich? Ich würde es mal gerne wissen, wie. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Oh, alles klar. Musste sie nicht selber töten. Ja, tolle Geschichte. Nein, du musstest sie nicht selber töten. Ja, ja. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber. Also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Aha, hast du es so sehr, ein Hexer zu sein? Da mussten wir alle durch. Nein, hast du es so sehr, ein Hexer zu sein? Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Dich. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Aha. Ja, wusste ich nicht. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Natürlich, Bruder, Alter. Voila. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Bom, bom, Irrtum sein. So, gut. Zurück zur Festung. Geh, ich bleib nur ein bisschen. Wieso? Ich sehe keinen Grund, hier noch zu bleiben. Hier gibt es nichts. Gut, zurück zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr.